Hallo Leute, willkommen zu Part 154. Ich muss immer noch diesen Kel'Thuzad-Verarschung töten. Wir haben alle irgendwelche Vögel, merke ich gerade, und los geht's. Der ist zwar machbar, aber nicht alleine und vor allem nicht als Schurke. Wo gibt's denn einen Paladin? Naja, als Paladin kann man ja echt extrem geil leveln. Man crittet ohne Ende und kann pullen ohne Ende, aber als Schurke ist das ein bisschen anders. Wieso habe ich Aggro? Ja, zum Glück bin ich nicht mehr, ne? Wie heißt das? Muss ich den killen? Ne, ich brauche dieses Gefäß, was er fallen lässt, richtig? Ja. Ja, mein Gott. Palas sind trotzdem Imba. Okay, Sir, ich bitte Sie dann um diesen Tanz. Thanks. Oh, jetzt kommen alle auf mich zu. Das wird eine Sauerei. Blut, Ärsche und Gedärme. Ah, von welchem Film ist dieser Satz? Ich weiß, dass ihr es echt wisst. Wieso sind die rot? Und wieso bin ich nicht mehr Verstohlenheit? Oh, scheiße. Vorsichtshalber machen wir es. Ja, da ist das Teil, was wir einsammeln müssen. Danke, Weef. Du epischer, epischer Krieger. Dann... Was ist eigentlich mit der Quest? Als nächstes den Geißeltopf, nennen wir ihn mal Topf, Geißeltöpfchen holen. Ist auch nicht weiter schwieriger. But. Nix but. Das ist nicht weiter schwieriger. Nur halt müssen wir den Schlüssel dafür holen und danach. Ach, Düssel. Parler sind doch nicht schwer! Oh mein Gott! Wer hat das geschrieben? Wer auch immer Moderator ist, kick den bitte. Kuro hat... Oh, ich dachte, meine Maus ist leer. Ey, wer auch immer... Ach so, deshalb kann ich nicht laufen. Ich glaube, meine Batterien sind leer von der Maus. Oh Mann, ich habe eine Drahtlos-Maus, seitdem ich meine letzte... Ich habe das Gummi so abgezogen, obwohl das hier gar nicht rein hingehört. Und seitdem ist die voll scheiße. Und ja, seitdem habe ich dann so eine andere Maus halt, ne? Den zu pullen wird zwar hart, aber ich riskiere es mal. Oh scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Verschwindet dann auch kein Cooldown. Okay, hat einen Cooldown, meine ich. Den könnte ich jetzt nicht geben. Ich brauche ja nur den Schlüssel, kann die Quest abgeben und weglaufen. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Nein, Quest completen. Nein. Ja. Nein, rettet mich, rettet mich! Jui! Ich habe überlebt. Dank meinen tapferen Gildenmitgliedern habe ich überlebt. Tatsächlich. Der epische Gnom wird weiter questen. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du gehst so... Du gehst nicht zur Arbeit, sondern... Ja, ich gehe mal questen, bis nachher. Ich sterb jetzt an dem, oder was? Ich habe doch irgendwas... Habe ich Essen? Pilz. Ich habe Pilz. Jetzt muss ich gegen ein Gift essen. Haust dir rein, sonst stirbst du. Friss oder stirb. Friss oder stirb, Motherfucker, Motherfucker, friss oder stirb. Von wo war das? Biggie Smalls? Da gehört die Endeffekt auch nicht. Guckt jetzt hat... Ach, ich wurde bandagiert. Danke dafür. Oh, ist ein bisschen doof, immer für zwei Quests annehmen, abgeben. Ich würde zwar gerne Chromie machen, aber... aber ich weiß nicht genau, wo die ist. Oh, wieso pull ich denn? Meine Scheiße, ich denke mal ab. Verschwinden hat keinen Cooldown und dann hat's doch Cooldown. Ich glaube, das Chromie-Haus ist da, in der Richtung. So, aber da sind auch ganz viele andere Gegner. Und das ist dann ein bisschen doof. Hier dürfte das... Das ist das, glaube ich. Ne, das ist ein Turm. Das, da hinten ist das. Um 100. Ja, seht ihr? Chromie. Ich bin ja so... Irgendwas. So. Oh no. Was mache ich hier eigentlich? Ich denke die ganze Zeit, ich bin overpowered. Aber das bin ich ja gar nicht. Ich bin overnooped. Das ist aber ein bisschen cool mit so Leuten. Ich bin tot, what the hell. Wieso bin ich tot? Ich hatte doch noch... Sterb. Scheiße.
Chromie, ich wollte dich doch heiraten. Nein. Ich muss jetzt meinen Geist in meinen Körper stecken. Frag mich nicht, wie ich in den Körper hineinkomme. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich kletter. Egal. Schon wieder die Hälfte voll. Naja, für vier Parts, das geht eigentlich. Das ist jetzt der vierte. Ja. Der vierte. Okay. Dann. Leichnam. Hey, Nam. Leichnam. Was geht, Leichnam? Vor allem, wieso hat mein Geist was an? Das ist ja nicht mein Geist. Das ist. Das bin ich. Nur mit anderen Models. So gesehen, oder nicht? Beschützt mich. Ich will nicht wieder drauf gehen. Naja. Ist doch ein bisschen peinlich, sich hier von Leuten ein bisschen zu ziehen, aber. Aber da kann ich ja nichts für, wenn die mir helfen wollen. Ich kenne die ja überhaupt gar nicht. Hallo. Was, Jebiza? Jetziba. Das meine ich von wegen vier in Deutsch. Okay. Oh, die Risse stopfen. Das ist geil. Die Quest mag ich. Eve liebt Chromie. Kuss. Komm mit Chromie. Vielleicht könnten wir uns ja auf dem Bett hier ein bisschen ausruhen. So muss man eben Nickerchen machen. Sleep! So, genug geschlafen. Das dürfte reichen. Och Gott. Voll vergessen, Gen auszumachen. Oh, ich habe sowas von gar keine Übersicht gerade. Grafik. Ich bin hier total ungern drin. Auflösung. Gamma. So, zufrieden. Jetzt seht ihr mal ein bisschen mehr. So, temporal nicht. Was waren das für eine Risse? Irgendwelche Risse halt muss ich jetzt stopfen. Dafür habe ich das Teil hier bekommen. Wo ist das gleich? Das hier. Doch, Temporalverzerrer, genau. Da sind solche Risse in diesen komischen. Was waren das gleich? Schornstein? Was? Nee, diese komischen Anlagen der Geißel. Und da kommen dann Kakerlaken raus, aber die sind ganz einfach. Ich glaube, die machen nur ein bisschen Schaden. Okay, sind keine Schornsteine, sind irgendwelche anderen Dingenskillchens. Verschwinden will ich jetzt nicht verbrauchen. Habe ich aber gerade. Nee, das war das hier, genau. Ach, das sind die ja gar nicht. Doch, na klar sind die das. Nein, du Knecht. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Larve? Ey, wieso stirbt er nicht? Der war unkaputtbar. Oh man, ist das hart zu leveln. Naja, es geht. Es gibt Schlimmeres. Ganz ehrlich. Also, das ist ja mal ein absolutes No-Go. Wieso kriege ich Schaden? Ich bin ja schon wieder gleich tot. Na, dann haben wir Parasiten. Ach, ich muss die Parasiten töten. Und die kommen aus diesem Riss und was... Ganz ehrlich, ich würde die Klappe nehmen. Aber mein Hut. Ich hab's euch versprochen, ich zieh's durch. Okay, hier ist noch so ein Riss, aber ich hab ein bisschen Angst, den scheiß Ghoul da zu pullen. Riss stopfen! Ich stopf dich! Wie so ein Huhn, wie so ein Suppenhuhn. Bams. Aber die haben echt nicht viele Leben. Das ist eigentlich ganz okay. Ach, sogar mal zwei Larven. Oh mein Gott, ich hab eine Larve geblendet. Vor allem erstens war es die Augen, zweitens. Larven haben keine Augen halt. Das ist eine Tatsache. Ich hab nicht genießt, ich hab gehustet. Wo sind noch mehr von diesen Larven? Da sind noch Ghule. Coole Ghule. Ach, Wayne. Wayne Train. Okay, dann benutzen wir dieses Teil, ich weiß. Das ist zwar ein bisschen doof, aber ich muss halt machen. Weil so funktioniert WoW. Unnötige scheiß Quests machen. Außer ein paar Ausnahmen halt. Wieso stirbst du nicht? Oh, ich krieg den gar nicht ins Target. Natürlich. Okay. Die droppen was. Ach ja, ich habe auch gerade einen gelootet.
Dann hier Rechtsklick auf den Scheiß. Und dann holen wir noch mehr Parasiten raus. Ich weiß zwar überhaupt nicht, warum die... warum ich die rausholen muss, aber Chromie wird da schon ihre Gründe haben. Ich will auch gar nicht zwischenfunken. Ach, die hat immer recht. So wie jede Frau. Immer recht. Immer. Immer. Tot. So, da haben wir die Quest auch komplett. Dann habe ich jetzt drei oder so. Drei Quests. Ich komme natürlich da nicht raus. Oh, doch. Kaum sagt man was. Immer das Gegenteil. Ich glaube, morgen wird ganz gutes Wetter. Regen. Ach, ich glaube, ich habe im Lotto gewonnen. Verloren. Aber wenn man dann sagt, ach, ich glaube, ich habe im Lotto gewonnen. Verloren. Ach, scheiße, ey. Falsch rum. Egal. Ich bin still. Bin schon wieder nur Müll labern. Mir gefällt das Gebiet hier. Man sieht kaum was. Hier überlaufen Untote rum, die einen umbringen. Aber die Quests bringen verdammt viel Erfahrungspunkte. Und ich finde, es macht sogar Spaß hier. Erstens sind hier kaum welche, weil ich, manche finden das sogar nicht so schön, das Gebiet. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist eine... Das muss man gesehen haben als WoWler, finde ich. Weil du halt so viel von der Story... Ein bisschen mehr von der Story mitkriegst. Vor allem mit Chromie hier. Wer jeder... Die sieht man ja auch in HDZ. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Eins... Ein Gold und eins. Dann nehmen wir das mal mit. Nächste Quest ist... Entschuldigung. 10.000 sucht 5 Uhren. Oh, da muss ich in so ein anderes Haus rein. Ist auch ganz einfach. Oh, ich habe keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit rülpsen muss. Aber ich muss es. Und ich habe Post von Barius. Oh Gott. Ah, nein, war nur ein Joke. Und wir müssen jetzt in das andere Haus die Bücher holen. Warum auch immer. Wahrscheinlich will sie da irgendwelche Informationen rausholen. Über die Situation, über die Lage, über ihre Freunde, über ihre Verwandte, über so einen Scheiß halt. Und dann holen wir die immer eben. Warum sie genau 5 Bücher will, weiß ich zwar auch nicht. Ach ja, genau, das waren ja nicht in diesem Haus, sondern die liegen hier überall rum. Aber geht ja uns auch gar nichts an. Vielleicht sind das irgendwelche Fotos in den Büchern, die sie nicht will, dass man die sieht. Wer weiß. Du hast aber eine schöne Axt. Jetzt hast du keine Axt mehr. Ich finde es so schade, dass Ausweiden so viele Kombo-Punkte verbraucht, sonst würde man eigentlich recht gut Schaden machen als Schurke. Spaß. Die machen ja gut Schaden, wenn man sie spielen kann. Ich bereue es auf keinen Fall, einen Schurken zu spielen, aber ich hätte es mir auch einfacher machen können, ganz ehrlich. Geht immer einfacher. Es geht sogar einfacher als... Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber als Mage, kann man das sagen? Na okay, Mage ist nicht unbedingt einfach, aber ein bisschen langweilig. Genau, Schurken-FTW. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Kiste, dann machen wir den hier mal kaputt. Achso. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso kann ich den nicht wissen? Das war knapp. Nein, das war knapp. Natürlich crittet der mit dem Stab 180, Alter, was ist das denn? Das ist nur, weil ich keinen Hut auf habe. Okay, habe ich, aber einen nicht so gut gerüstet gepanzerten. Aber dieser Schnief, mir geht's auch auf die Eier, ich weiß. Tut mir leid. Vor allem, wieso sind Bücher in so einer Kiste, Mann? Vor allem, wer liest denn Bücher bitte? Außer Harry Potter zum Beispiel. Oder Twilight. Oh, Twilight, oh. Nein, das war nur ein Joke. So, dann machen wir uns mal an den hier ran. Nee, das hört sich schon ein bisschen komisch an. Stimmt schon. Ausweiden, obwohl er keine Eingeweide hat. Merkwürdig. Nahrungsmittelkiste kann ich gebrauchen. So, noch eine. Die müsste irgendwo zu finden sein. In 30 Sekunden. Scheiße. Schnell, 30 Sekunden noch. Schnell, 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 wo ist die letzte Kiste? Samba, die ganze Nacht. Wieso bin ich sichtbar? Kiste, 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 auch wenn ich drauf gehe. Ich will noch die Kiste. Da ist eine Kiste. Dann bedanke ich mich hier für Zuschauen. Sage ciao und mach hier nächstes Mal weiter. Euer Dab, haut rein.